Hallo Sportsfreunde, ein Highlight, Vorstellung der Taube 117. Vater der Taube ist der 154. Mein bester Flieger in den letzten 3 Jahren. Verpaart war er hier mit einer Gerd-Moss-Täubin, der Supertäubin, die in diesem Jahr 12-12-jährig fliegt. Bestjährige Taube der Fluggemeinschaft und bestjährige Taube der V. Und überhaupt das einzigste Taube in der V ist, die Vollhaus fliegt. Eine Super-Blauschecktäubin ist die erste Verpaarung, eine reine Leistungsverpaarung. Aber ich muss sagen, was dabei rausgekommen ist, sind schon ein paar richtig tolle Jungtauben. Ich denke, das wird ein Vogel. Er hat ein seidenweiches Gefieder, kleinen Spliss am Auge. Also eine richtig tolle Taube, wie er sich nachher entwickelt im Becken und Rücken. Also der Rücken wird stabil, das kann ich schon sagen. Und im Becken, denke ich, wird er auch noch schließen, so wie sein Vater. Also ist schon eine Taube, die richtig gut ist. Ja, mehr kann man zu so einer Taube nicht sagen. Alleine die Ausstrahlung von diesem Jungtier ist schon richtig klasse.